Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bunte und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst und frohe Weihnachten. In dem Lied gerade, schon mal ein herzliches Dank an Hub Solo, da war die Rede von bitterkalt und von Schnee. Ja, okay. Können wir abhaken, das ist nicht der Fall, aber Sie alle haben sich durch den Regen hier zum Gemeindehaus aufgemacht und das hätte man an keinem anderen Tag wahrscheinlich des Jahres gemacht, wenn ich Weihnachten wäre, Heiligabend. Und so wollen wir zusammen diesen Gottesdienst feiern und auf den Wochenspruch hören. Dort heißt es, wer würde diese Verse nicht kennen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Amen. Ich möchte mich an dieser Stelle schon einmal bedanken für alle, die hier so viel gemacht haben, dass wir hier so sitzen können. Das ganze Aufbauen, die ganze Technik, die Band, das alles ist nicht selbstverständlich, vor allem nachdem heute Morgen ja auch schon ein Krippenspielgottesdienst in der Kirche war. Schön, dass alles so vorbereitet ist und wir jetzt feiern dürfen. Wir wollen das erste Lied singen und da habe ich direkt die erste Stolperfalle eingebaut. Kleine Aufmerksamkeit, bei der dritten Strophe gleich, da müssen wir aufpassen. Bei der dritten Strophe, da steht hier, ja, der heute Mensch für uns geworden. Da fehlt was. Das muss heißen, ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren. Also da fehlt eine Silbe. Wenn wir das so singen, dann haut das nicht hin. Herbei, o ihr Gläubigen, ja, wir singen die abgedruckten Strophe. Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphieren,
Wir wollen beten. Gott, es ist Weihnachten. Endlich. Das Warten hat ein Ende. Du kommst als Kind in diese Welt, wirst Mensch wie wir und machst uns zu deinen Kindern, Gottes Kindern. So viel bringen wir mit in diesen Gottesdienst. Die vergangenen Wochen waren oft hektisch und unruhig. Und jetzt sind die Erwartungen groß. Das Fest zu Hause, es soll gelingen und schön sein. Gott, wir bitten dich, sprich du uns an, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir deine Liebe und Gnade erfahren, dass wir das Wunder deiner Geburt spüren und dass wir am Kind in der Krippe ablegen, was uns an Sorgen, Angst und Schuld belastet. Gott, du bist Mensch geworden, für uns. Was für ein Wunder. Danke, Gott. Amen.
Ich lese die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, die Verse 1 bis 20. Jesu Geburt. Es begab sich aber, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land der Stadt Davids, die heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sie sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren da die Engel, die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder heim, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Das er sehe,
Stoff für eine wunderbare Geschichte. Jedes Jahr wieder die Weihnachtsgeschichte. Keine biblische Geschichte ist wohl bekannter als diese. Und viele von uns könnten doch zumindest in weiten Abschnitten das Ganze auch auswendig mitsprechen. Die Verse bei Lukas gehören zu Weihnachten irgendwie wie Geschenke, wie der Tannenbaum und das gute Essen. Und das muss man ja dem Evangelisten Lukas lassen. Er weiß zu erzählen. Da ist die hochschwangere Maria. Ein Paar, das keine Herberge findet, das überhaupt nur deshalb unterwegs ist, weil die Mächtigen dort oben es angeordnet haben. Ein Säugling in der Krippe. Eine Erscheinung auf dem Felde bei den Hirten. Und dann ist da das Staunen. Die Zärtlichkeit. Das Hoffen und Bangen, ob alles gut geht. Das Angerührtsein. Und nicht zuletzt das Angesprochensein. Euch ist heute der Heiland geboren. Euch. Also auch uns, auch mir, uns allen. Heiligabend. Diese Nacht der Nächte ist aufs Engste verbunden mit der Weihnachtsgeschichte. Das Wunder wird Wirklichkeit. Das Kind in der Krippe ist da. An diesem Abend zählt nichts anderes als das Wunder der Liebe Gottes. Nur haben Wunder ja für gewöhnlich nicht allzu viel mit der Wirklichkeit zu tun. Wunder und Wirklichkeit, das sind doch irgendwie Gegensätze, stehen sich gegenüber. Und so ist auch die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte voller Gegensätze und Widersprüche. Da ist zunächst einmal der Widerspruch von Krieg und Frieden. Von Kaiser Augustus ist die Rede. Er galt damals eigentlich als der Friedenskaiser, der Stabilität in das Land brachte, wirtschaftlichen Aufschwung. Goldenes Zeitalter, sagte man. Nur galt das natürlich, wie so oft im Leben, eben nicht für alle. In der fernen Provinz erlebte man von dem allen gar nichts. Hier träumte man stattdessen davon, dass die Römer endlich abhauen, dass man die Besatzer endlich loswerden würde. Es geht, wie so oft im Leben, um die da oben und die da unten. Aber, und das ist vielleicht das Besondere, nicht der da oben, der Kaiser Augustus, wird zum eigentlichen Friedensbringer und Retter, sondern das Kind, in der fernen Provinz geboren, ganz unten im Stall, das wird zum Retter. Nicht der Kaiser ändert nachhaltig die Welt, nein, sondern das Kind in der Krippe. Kaiser greifen ein mit starker Hand. Gott dagegen mit den kleinen Fingern eines Säuglings. Aber das ist nicht der einzige Gegensatz. Was wird da nicht alles geredet in der Weihnachtsgeschichte? Wer da nicht alles zu Wort kommt? Es beginnt ja schon viel eher als das, was wir gerade gehört haben. Es geht ja schon bei den Engeln los, die zu Johannes kommen und zu Maria. Und dann reden da natürlich auch Maria und Josef. In der Bibel lesen wir das nicht, obwohl das ja wahrscheinlich die spannendsten Gespräche geworden wären, in Anbetracht dieser doch etwas verworrenen Familienverhältnisse. Geredet wird auch, zumindest in den Krippenspielen, von Wirten und Ausrufern und allen Möglichen. Und nicht zuletzt redet dann der Engel zu den Hirten. Fürchtet euch nicht. Was muss das für ein Diskutieren gegeben haben, als der Engel wieder weg war und als die Hirten da zurückgeblieben sind, in der Nacht auf dem Felde? Sollen wir wirklich los? Ob das wohl stimmen kann? Alle reden. Durcheinander und vermutlich genauso durcheinander und laut wie wir gleich unterm Tannenbaum oder am Esstisch. Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Am Ende kommt das Schweigen. Manchmal ist das Staunen so groß, dass die Worte einfach fehlen. Manchmal ist auch die Erschöpfung so stark, dass die Kraft für Worte fehlt. Und manchmal ist einfach klar, dass Schweigen besser ist als jegliches Gestammel von Worten, die das Wunder eh nicht ausdrücken können.
Manchmal ist eben wirklich auch mal klar, bei allem Reden. Begreifen kann man Weihnachten nicht mit Worten und Verstand, sondern nur mit dem Herzen. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und dann ist da der dritte Gegensatz. In der Weihnachtsgeschichte geht es ziemlich rund. Da geht es hin und her und her und hin. Schon als Schwangere nimmt Maria den weiten Weg auf zu Elisabeth. Dann kommt der beschwerliche Weg, der weite Weg von Nazareth nach Bethlehem. Und selbst dort angekommen, kommen sie ja nicht zur Ruhe, sondern müssen erstmal noch wohl umherirren, um dann irgendwann im Stall zu landen. Und auch die Hirten sind in Bewegung. Wie weit es wohl war, vom Feld bis zum Stall. Und dann kommen da ja auch noch die Weisen. Offensichtlich die mit dem weitesten Weg. Es wird wahrlich viel gegangen in der Weihnachtsgeschichte. So wie wir. Damit wir doch zumindest an Weihnachten als Familien zusammenkommen. Alle nehmen weite Wege in Kauf. Doch am Ende verharren sie alle. Die einen müde unterm Weihnachtsbaum, die anderen kniend reglos vor dem Kind. Anbetung und Staunen brauchen keine Bewegung mehr. Zur Stille kommt das Innehalten, die Ruhe. Und dann kommt da noch der vierte Gegensatz. Weihnachten sind wir alle Kinder. So habe ich jetzt vor kurzem das gehört in der Werbung, und zwar für Kinderschokolade. Es mag ja ein bisschen kitschig klingen. Weihnachten sind wir alle Kinder. Und trotzdem glaube ich, dass das stimmt, was Sie da gesagt haben in der Werbung. Vielleicht nicht allein, vielleicht nur so ein bisschen wegen der Schokolade, aber doch vor allem wegen der kindlichen Sehnsucht. Sehnsucht nach Frieden. Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Liebe. Wenigstens zu Weihnachten. Wenigstens jetzt. In alle Kriege, alles Leid und Unrecht dieser Welt hinein, fällt Heiligabend der Traum einer anderen Welt, einer Welt in Frieden. In alle düstere Wirklichkeit hinein fällt Heiligabend der Traum einer Hoffnung, nicht größer als ein Kind, aber doch groß genug, um alles Quälende wenigstens für einen Abend mal zu vergessen. Der Traum von einer heilen Welt. Nicht naiv, aber doch im besten Sinne kindlich. Dieser vierte Gegensatz, diese Diskrepanz zwischen Hoffnung und Wirklichkeit ist manchmal nur schwer auszuhalten. Heiligabend ist der Abend der Abende. Weihnachten ist das Fest der Feste für uns. Es ist angefüllt mit Sehnsüchten und Hoffnungen. Frieden soll sein auf dieser Welt. Und unterm Tannenbaum, in der Nachbarschaft, in der Ukraine, in Gaza und Israel. Und dann? Dann hören wir doch wieder nur die Nachrichten und sehen, wie es wirklich zugeht auf dieser Welt. Dann sehen wir, wie die Wirklichkeit ist. Von den Konflikten zu Hause unterm Tannenbaum mal ganz zu schweigen. Weihnachten bleibt ein Fest der Gegensätze, der Widersprüche. Wirklichkeit und Hoffnung stimmen eben nicht überein. Aber vielleicht hilft uns das sogar. Wo Welten aufeinander stoßen, wo Widersprüche aufeinander prallen, da passiert ja etwas mit uns. Und sei es nur, dass wir traurig darüber sind, dass eben immer noch kein Frieden herrscht auf dieser Welt, trotz Weihnachten. Wenn diese Widersprüche aufeinander stoßen, dann spüren wir, so kann es nicht weitergehen. Es muss etwas passieren mit unserer Welt, mit uns. Wir ahnen, es muss einen Neuanfang geben. Weihnachten bekommen wir eine Ahnung davon, dass mit dem Kind in der Krippe, mit der Liebe Gottes,
ein Neuanfang möglich ist. Es ist ein bisschen so, als bekämen wir Weihnachten jedes Jahr eine neue Chance, es besser zu machen. Es endlich besser zu machen auf dieser Erde. Denn mit dem Kind in der Krippe beginnt die Welt noch einmal ganz neu. Wir erleben eine Zeitenwende, hat unser Bundeskanzler Olaf Scholz zu Beginn des Ukraine-Krieges gesagt. Zeitenwende wurde dann auch zum Wort des Jahres 2022. Zeitenwende, ja, ein ganz und gar passender Begriff für Weihnachten, für Jesu Geburt im Stall. Nicht ein weiterer Höhepunkt in der Gewaltspirale der Welt wird zur Zeitenwende. Nein, ganz und gar nicht. Zur echten, zur wirklichen Zeitenwende wird die Geburt eines kleinen Kindes in der Krippe. Oder, um tatsächlich unseren Bundeskanzler noch einmal zu zitieren, Zeitenwende. Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Ja, Weihnachten ändert alles. Amen. Thank you.
Wir wollen beten. Gott, die meisten von uns freuen sich, dass Weihnachten ist. Wir freuen uns auf Geschenke, auf das Beisammensein, auf schöne Stunden. Für andere aber sind es schwere Tage im Jahr. Einsamkeit und Trauer wären in diesen Tagen manchmal auch erdrückend. Wir alle sind verbunden in den Wünschen, die sich nicht mit Geld kaufen lassen. Gott, wir bringen vor dich unsere Sehnsucht, dass Frieden werde auf Erden. Frieden in der Ukraine, in Gaza und Israel und all den anderen Konfliktherden dieser Zeit. Frieden auch zwischen Kolleginnen, zwischen Nachbarn und in Familien. Gott, wir bringen vor dich unsere Sehnsucht, dass Freude werde auf Erden. Freude und ein Strahlen für die Einsamen, für die Traurigen. Mut für die Verzweifelten und Trost für die Kranken und die Sterbenden. Gott, wir bringen vor dich unsere Sehnsucht. Unsere Sehnsucht, dass Gerechtigkeit werde auf Erden. Ein Ausgleich zwischen Arm und Reich. Essen genug für alle, Schutz und Zuflucht für die Verfolgten. Gott, wir denken an so vieles und an so viele. Du weißt, was wir denken, und in der Stille bringen wir vor dich, was uns besonders bewegt. Gott, wir vertrauen auf die Worte deines Engels. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Amen. Bye.
den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Die Kollekte vom heutigen 10 Uhr Gottesdienst für Brot für die Welt betrug 345,67 €. Im Klingelbeutel waren 172,77 € zusammengekommen. Herzlichen Dank für alle Gaben. Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist ebenfalls bestimmt für Brot für die Welt. Allen, die in dieser Woche Geburtstag haben, gratulieren wir recht herzlich und wünschen Ihnen Gottes Segen. Alle regelmäßigen Termine entnehmen Sie bitte dem Gemeindebrief. Morgen findet der Gottesdienst mit Abendmahl, ich betone um 10 Uhr, also um 10 Uhr in der Katholischen Kirche. Ich wollte nicht, ob ihr aufpasst. Um 11 Uhr in der Katholischen Kirche St. Marienstadt. Die Predigt hält Pastor in Ruhe Günter Blaber. Am zweiten Weihnachtstag findet der Gottesdienst um 10 Uhr in der katholischen Kirche St. Marien statt. Die Predigt hält Pastor in Ruhe Gerd Kortmann. Am 31.12., ein Altjahrsabend, findet der Gottesdienst um 16 Uhr in der katholischen Kirche St. Marien statt. Die Predigt hält Pastorin Heidrun Oltmanns. Ja, oh, hier fliegt schon der Liederzettel, den brauche ich noch. Ja, ein herzliches Dank, finde ich. Das können wir eigentlich auch nochmal mit einem dicken Applaus hinbekommen für unsere Band. Und ich wollte das sozusagen im Vorschuss, aber wir können es auch danach noch machen, für die Posaunenoper machen. Der steht ja jetzt hier irgendwie draußen. Also ich glaube, das mit dem draußen hat sich Stand der Dinge, glaube ich, erledigt, aber wir werden es merken gleich. Wir werden wahrscheinlich halbwegs im Trocknen stehen und die Posaunisten auf jeden Fall, denn sonst wird es, glaube ich, ein bisschen sehr nass. So, wir singen natürlich jetzt gleich noch ohne Fröhliche, das ist ja völlig klar. Also ein Heiligabend ohne Fröhliche geht auch überhaupt gar nicht. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir stellen uns dazu auch schon mal hin, bitten anschließend Gott um seinen Segen und setzen uns danach aber nochmal für Ruhe.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich denke, wir hören jetzt gleich draußen die Posaunen, ne? Würde ich mal so vorschlagen. Ja.